Willkommen bei JP erklärt euch die Apple-Welt. Heute will ich euch mal mit dem Thema gebrauchtes iPhone beschäftigen. Erstens, welches iPhone kann man überhaupt gebraucht kaufen? Oder was macht aktuell Juni 2019 überhaupt Sinn zu kaufen? Und auf was müsst ihr achten, wenn ihr gebrauchtes kauft? Beziehungsweise was für einen Preis könnt ihr für welches bezahlen? Ja, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Was gibt es denn aktuell am Markt überhaupt noch und was ist überhaupt sinnvoll von den ganzen iPhones, die es so gibt? Das ist ja relativ unübersichtlich geworden, so in letzter Zeit, ja. Die Ankündigung für iOS 13 hat aber gezeigt, die Unterstützung hört bei iPhone 6 auf. Das heißt, 6S ist noch möglich, 6er ist nicht mehr möglich. Also würde ich die komplette 6er-Serie ausklammern. Weil auch das 6S ist zwar schneller, aber ist ja kein riesenschnelles Teil. Das heißt, es kommt in Frage iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, XR, XS. Ich will mich jetzt einfach auf die günstigen beschränken, weil wir ja Geld sparen wollen. Ja, ihr könnt euch natürlich hier ein neues XS kaufen, da seid ihr mit über 1.000 € dabei, aber ganz ehrlich, da bin ich auch schon ein bisschen raus, weil mir das einfach zu teuer ist. So aktuell würde ich sagen, XR ist das, was die meisten Leute so nehmen, das ist auch in Ordnung, aber wir wollen ja gebraucht. So, das heißt, das 7er und das 8er gibt es sogar noch. Ihr könntet also noch bei Apple kaufen. Und dafür muss man einfach mal gucken, was kosten die Dinger überhaupt bei Apple. Weil ihr müsst euch ja erstmal, wenn ihr sagt, ich will ein iPhone 7, weil das ist wahrscheinlich am günstigsten, weil es am ältesten ist und das performt immer noch gut. Also Leon hat da läuft alles drauf, der zockt auch mit dem Ding Fortnite und weiß Henker was. Das ist schnell genug, alles völlig in Ordnung. Ob ihr jetzt ein großes oder ein kleines nehmt, das müsst auch ihr wissen. Ich gehe jetzt einmal auf das kleine. Also wenn ihr bei Apple kaufen würdet, würdet ihr für die kleinste Variante 512 bezahlen. Mit dem kleinen Display, schwarz und mit 32 Gig. Seid ihr bei 519 € ist natürlich schon ein heftiger Preis für ein Handy, was schon über 2 Jahre am Markt ist. Wenn ihr nicht unbedingt, also in der Zeitpunkt nicht hundertprozentig vorbestimmt ist, würde ich übrigens immer im Herbst ein gebrauchtes iPhone kaufen, wenn das neue rausgekommen ist, auch schon verfügbar ist, ein paar Wochen am Markt ist. Weil es ganz viele Leute gibt, die sich dann immer ein neues Handy kaufen, immer das Neueste und die alten dann immer abstoßen. Das heißt, jetzt sind mehr am Markt an gebrauchten iPhones und dann sollte er doch günstiger werden. Also sind wir bei 519 €. Das allein bringt uns aber nichts. Was ich immer mache, ist, ich gehe auf Rebuy, die kaufen so Geräte an und gucke mir an, was würde ich für das Handy bekommen, wenn ich es bei Rebuy einstellen würde oder denen das verkaufen würde, weil das ist ja so ein Preis, was vielleicht auch Verkäufer sich denkt, wo er sich dran orientiert. Und deswegen würde ich immer da gucken, weil den Preis, den Rebuy zahlt, den müsst ihr eigentlich als Käufer privat auch bringen, weil das Risiko des Verkäufers ist ja da, der mit euch Stress hat und so weiter und so fort. Bei Rebuy schickt er die eigentlich die Kohle und dann ist gut. So, also wir gucken hier mal. Apple iPhone 7. So, Speichergröße nehmen wir die kleine. So, und dann wird schon ein bisschen kleiner. Leute, das hat mich natürlich vertan. Ich will mein iPhone ja verkaufen. Mir kam der Preis gerade schon so komisch vor. Also nochmal Apple, iPhone 7, Speichergröße, das kleine, Farbe nehmen wir Standard Schwarz. So, verkaufen. Dann fragen die euch ja noch, was alles ist. Das habe ich ja schon mal gemacht. Also alles, wir sagen, alles ist gut. Ja, voll intakt. Hat einen sehr guten Zustand. Also jetzt nicht wie noch, aber halt sehr gut. Und der Akku ist noch in Ordnung und so weiter und so fort. Dann würden wir 223 € kriegen. Das heißt also, die müssen wir auf alle Fälle bringen. Ihr könnt natürlich auf verschiedenen Portalen kaufen, eBay Kleinanzeigen, ihr könnt auf eBay kaufen, ihr könnt auch über Rebuy kaufen, wie auch immer. Meine Erfahrungen sind einfach, eBay Kleinanzeigen kriegt ihr am günstigsten. Ihr habt so am meisten Geld, aber kriegt ihr doch am günstigsten. So, das heißt, ich gehe dann hier auf eBay Kleinanzeigen, suche ein iPhone 7, bla 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 und gebe dann auch sofort schon Preis an, sonst kriegt ihr viel zu viel. Ihr habt ja 6.000 Treffer, das ist mir viel zu viel. Also sage ich von 200 bis 300, das wäre so was, was ich ausgeben würde. Ich persönlich müsste aber immer selber wissen. Und dann müsst ihr einfach gucken, was ist wichtig oder was müsst ihr checken, wenn ihr ein iPhone kauft. Also erstens, ihr müsst wissen, wie gut der Akku ist, weil der Akku ist das Wesentliche daran.
auch wenn das schon älter ist. Ja, es gibt Leute, die haben das viel genutzt, da ist der Akku schon extrem mit Ladezyklen zu. Und es gibt aber auch Leute, die ganz selten nehmen. Ja, manchmal hat ein Rentner so ein Handy oder keine Ahnung, ist ein Geschäftshandy, was nur rumliegt oder so. Das ist natürlich extrem geil. Reway sagt halt aus als Indikator 80% Restkapazität. Kann man ja abfragen. Über die Systemsteuerung sollte man haben und sollte man auch immer den Käufer fragen, wie gut ist der Akku. Zweit ist natürlich das Display. Display sollte in Ordnung sein. Heutzutage eigentlich auch selbstverständlich, weil jeder hat eine Folie oder ein Panzerglas oder sonst irgendwas da dran. Ja. Aber das Display sollte ordentlich sein. Mikrokratzer ist meiner Meinung nach in Ordnung, aber größere Kratzer oder manche sagen auch, ja, ist ein kleiner Riss, aber nicht im Sichtfeld. Lasst die Finger davon. Wenn der Display einen Riss hat, der zieht sich weiter. Vergesst es, ja. Es gibt auch genug iPhones hier im Angebot. Also, wenn ich hier gucke, habe ich immer noch 25 Stück. Das schickt eigentlich, also, ich finde, das ist in Ordnung. Da würde ich gar nichts machen. Dann wichtig: die verbiegen. Also, nicht nur der 6er, wo dieses Benji-Skandal gab, sondern auch 7er, 8er, die können alle verbiegen. Ja? Ich habe auch schon einiges an verbogenen iPhones gesehen. Deswegen machen viele ein Foto von der Seite, um zu zeigen, dass das nicht verbogen ist. Guckt einfach drauf. Und iPhone 7, 8 und so weiter, die haben auch alle eine Glasrückseite. Wenn der Glasrückseite kaputt ist, nach dem Motto, oh, könnte austauschen, das ist nicht so schlimm, sieht man nicht, vergesst es. Dazu tauschen ist äußerst umständlich. Wenn das hinten, also vorne hinten Glas, wenn irgendwas am Glas kaputt ist, lasst es, sucht euch echt ein anderes. Und fragt nach, ob der Home-Button funktioniert, beziehungsweise ob Touch-ID funktioniert. Weil wenn ihr ein Display tauscht und die tauschen den Home-Button nicht mit, was häufig der Fall ist, dann funktioniert euer ID-Touch nicht, weil der ID-Touch-Button an das Handy gebündelt ist und ihr könnt dann keinen neuen nehmen, wenn ihr ein Display austauscht. Dann müsst ihr den alten halt wieder nehmen. Manche machen das nicht. Achtet bitte drauf, fragt den Verkäufer vorher, ob der da ist. Sonst Gebrauchsspuren am Handy an sich, ja, eine Delle, ein Kratzer im Alu, habe ich jetzt kein Problem mit. Ich habe so immer eine Hülle drum, sehe ich nicht mehr. Mir ist das egal. Gut, müsst ihr auch gucken. So, jetzt gucken wir einfach mal hier. Also, wir haben gesagt, so 230, so die Ecke sollte man ausgeben. Jetzt haben wir hier schon eins. Was hier vorne steht, immer Top-Zustand ist immer, also das kann auch gelogen sein. Top-Zustand ist ganz schwierig zu sagen. Also, wenn man Hund zittert, einfach mal angucken. Der hat hier schon freiwillig, und das ist ja gut, schon gesagt, maximale Kapazität 89%. Eben haben wir gesagt 90, wunderbar. Da das Display sieht gut aus, man sieht keinen Kracker, kein Makel. Hinten genau das gleiche. Da ist von der Seite, das Strack. Originalverpackung ist dabei. 230 Euro. Gucken wir mal drauf. Diese paar Seiten. Das ist wie neu. Du für mir Schutzfolie, Display. Genau, original verpackt. 7 Monate alt. Wäre für mich schon ein Deal. Ja, gut dabei ist. Hälfte, weniger wie die Hälfte von Apple. Das, was Reverb bringen würde. Ist okay, hier ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine schöne Anzeige, ja. iPhone 7, gut, ist die 128 Gig, aber guckt euch das Ding mal an, das ist sowas von für uns, also Display ist schon komplett im Arsch. Ja, müsst ihr schon mal tauschen, kann man machen, ist aber aufwendig, ja. Hinten extrem starke Abnutzungsspuren, hier, keine Ahnung, der die Bierflasche mit aufgemacht hat, oben und unten, da würde ich die Finger von lassen, ja, und kostet noch 250 Euro. Würde ich nicht machen. Also den Akku kann man ja auch noch tauschen. Wenn man ein bisschen geschickt ist, habt ihr den in einer Viertelstunde getauscht, der kostet vielleicht 15 Euro. Das würde ich noch machen. Gut, ich würde jetzt auch das Display tauschen, aber macht halt nicht jeder. Ja, so würde ich das finden oder machen. Und genau dasselbe würde ich auch bei dem 8er machen. Die Frage ist jetzt, was will man jetzt einen 7 oder einen 8er? Muss man mal wissen, wird natürlich teurer. Was ist an einem 8er eigentlich großartig besser? Eigentlich nichts. Die Größe ist gleich, Design ist gleich. Gutes Innenleben ist ein bisschen schneller und ihr könnt induktiv laden. Ich fand das ganz nice, induktiv laden zu können. Deswegen habe ich meinen 8er immer noch. Also nicht deswegen, aber deswegen habe ich mir meinen 8er geholt. So, und hier seid ihr preislich bei 679, was hatten wir eben gesagt? 500, ja, also das ist einfach, die haben es nicht mehr. Das ist einfach eine Frechheit, ein iPhone 8 ist, obwohl ein iPhone 8 ist immer noch gut. Gut, aber 679. Dann will ich mal Rebuy nochmal gucken. iPhone 8. Also es könnte natürlich auch sein, wenn die Speichergrößen, dass die abweichen von dem, wie wir eben auf der Apple-Seite gesehen haben, weil die manche dann irgendwie einfach keine mehr angeben. So, nehmen wir das Space Crown. So, alles ist intakt.
Akku hat über 80%. Wir machen einfach mal sehr gut. Wie neu hat keiner. Sehr gut, Rückseite, sehr gut. USB-Kabel ist dabei, Originalsticker soweit. Wobei das alles egal ist. Zubehör könnt ihr auch so kaufen. So, und dann sagen die 347. Also gut 100 Euro mehr wie der 7er. Also, ja, müsst ihr wissen, was ihr da wollt. Und dann kann man auch wieder sagen, zack, iPhone 8. Na, natürlich dann auch mal die 300. Sagen wir mal 350. Gucken uns das mal an. iPhone 8 sind natürlich tendenziell besser im Schuss und der Akku ist auch besser, weil die noch nicht so alt sind. Ja. So, wir gucken uns hier mal wieder eine an. So, Rückseite sieht gut aus. Vorderseite, das ist wahrscheinlich ein Panzerglas, was ein bisschen angefressen ist. Und da hat er auch noch die Kopfhörer. Hier ist jetzt kein Seitenbild drauf. Das ist schade. Gut, der hat von einem Panzerschutz. Das ist die Ladebuchse. Ja, das ist eine Scheiße. Ja, das Einzige, was defekt ist, die Ladebuchse. Reparaturkosten von 30 Euro. Würde ich jetzt schon nehmen. Ja, hätte er sie reparieren lassen können. Vielleicht ist nämlich irgendwas anderes kaputt, weiß man alles nicht. Also mit so unreparierten Schäden wäre ich immer vorsichtig. So, iPhone 8, das hat sogar 64 Gig. So, sieht schön aus. Zack. Da haben wir aber Display kaputt. Würde ich nicht machen. Ja, verkaufe ich mein Browser, komplett funktionsfähig im UVP aus dem Headset. So, brauchst schon sie Bilder. Ja, Display ist kaputt. Ja, wäre ich raus. Ich will ein bisschen warten. So, iPhone 8. Also, ihr seht schon, die Leute sind da echt unterschiedlich. Bei dieser Betrachtung, der hat es schön fotografiert, aber auch nicht von der Seite. 3 Monate gekauft, dann noch vorhanden bei Apple. Frage ich mich immer, warum verkauft man das dann? 97%. Ja. Nicht schlecht. Aber was ich euch eigentlich sagen wollte, also wie gesagt, wenn ihr gebrauchtes kauft, guckt auf den Akku, guckt auf den Display, guckt auf die Rückseite mit dem Glas, guckt, ob es verbogen ist, geht der Home-Button und sinnigerweise noch, ist natürlich klar, darf nicht gesperrt sein, keine SIM-Sperre, lauter so ein Krempel. Und dann müsst ihr wissen, was ihr dafür ausgibt im Endeffekt. Aber ihr könnt problemlos, meiner Meinung nach, ein iPhone 7, iPhone 8 kaufen. Problemlos. Die sind immer noch schnell genug. Die funktionieren einwandfrei, ihr könnt da alles mitmachen und ihr müsstet so iOS-mäßig auch noch ein bisschen abgesichert sein. Deswegen würde ich auch kein 6er mehr kaufen. So, und wenn wir einfach mal gucken, iPhone XS, was der jetzt so das Premium ist, Leute, 1109, ja, da kriegt ihr 3 iPhone 8 für. Muss aber im Endeffekt selber wissen, jeder selber wissen und gut, das hat doch nicht jeder die 1000 Euro, mal ganz ehrlich. Was natürlich geil ist, ist komplettes Display. Ist schon fett. Aber die Prozessoren zum Beispiel, die neuen, wer braucht die Performance? Ja, wenn ich das immer lese bei Apple, ja, so 50% mehr Performance wie beim alten und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Ist einfach so. So, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen helfen. Gebraucht, wie ich das kaufe, wo ich das kaufe, wie finde ich vielleicht einen vernünftigen Preis. Am besten ist es natürlich immer, ihr erkennt denjenigen, von dem ihr das kauft. Oder bei eBay Kleinanzeigen, ihr fahrt hin und guckt euch dann wirklich an. Weil so Bilder ist immer so eine Sache. Gerade mit den Kratzern am Display, die sieht man nicht unbedingt, wenn die jemand mit dem Handy macht. Also bewusst oder unbewusst, ja. Und diesen ganzen Zubehör, wenn die dann noch Handyhüllen mit bei haben lassen, Krempel ist nice to have. Aber ich würde da persönlich nichts für bezahlen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch diesmal mit so einem Praxisvideo ein bisschen mehr helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, schreibt was in die Kommentare. Bis dahin, ciao, tschüss.